Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zu dem Thema EVE Online. Ja, warum heißt das eigentlich Kapselpilot? Das sind so ein paar Basics, die ich heute mit euch nochmal besprechen möchte. Die Regeln beim letzten Mal, die ungeschriebenen Regeln, die im Endeffekt nur eurer eigenen Sicherheit dienen. Deswegen, ja, man muss sie nicht beachten, wenn man bereit ist, den Preis dafür zu zahlen. Aber die Regeln habe ich erklärt und möchte jetzt mit euch direkt auch starten, indem wir einfach mal mit einem taufrischen, erstellten Charakter unser EVE-Universum betreten. So, jetzt sind wir in unserer Station, in der Startstation. Die Startstation ist von Fraktion zu Fraktion unterschiedlich. Ich sehe es mir nach, ich habe die Charaktererstellung rausgelassen. Also ich hoffe einfach und glaube, dass Menschen, die schon mal ein Computerspiel gespielt haben, wo man mal einen Charakter erstellen musste, oder auch mal ein MMO gespielt haben, wo man mal einen Charakter erstellen musste, dass die durch diese Charaktererstellung unfallfrei durchkommen. Ich gehöre mit meinen Charakteren ja doch tatsächlich ausschließlich der Minmantar-Fraktion an. Ich mag einfach die Schiffe, ich mag irgendwie diese Fraktion, was aber nicht heißt, dass das für jeden anderen auch gelten muss. Ich bin sogar oldschool, ich fliege tatsächlich auch fast ausschließlich Schiffe der Fraktion, der ich angehöre. Ja, das muss man nicht machen. Das ist auch eine häufige Frage. Kann ich auch Schiffe von anderen Fraktionen fliegen? Also, wenn du jetzt beispielsweise ein Angehöriger der Galente-Fraktion bist, natürlich kannst du Schiffe der Minmantar fliegen oder aber auch der Amar oder der Kaldari. Dafür gibt es ja das Skill-System in EVE. Das, was uns jetzt hier in einem ziemlich großen Fenster anspringt, das ist die Agency. Dieses Fenster ist tatsächlich doch recht wichtig für den weiteren Verlauf der Videos. Ich möchte es jetzt aber erst nochmal schließen und nochmal ganz kurz auf die Thematik eingehen. Warum sind es bei EVE eigentlich sogenannte Kapselpiloten? Was ihr euch schon mal merken könnt, ist, Rechtsklick in EVE ist immer eine ganz tolle Geschichte. Sobald man rechts auf irgendetwas draufklickt, bekommt man normalerweise so ein Menü und kann in diesem Menü alle möglichen Dinge auswählen. Ich möchte in diesem Fall den Punkt auswählen, Schiff verlassen. Und dann kommt mein Charakter, der Pilot, in so einer Kapsel, wie man die jetzt sieht, wieder zurück. Das ist der Grund, warum die Piloten in EVE Kapselpiloten heißen. So wie das hier in der Station funktioniert, funktioniert das auch außerhalb. Wenn ihr selber als Angreifer einen anderen Piloten abschießt, also das Schiff zerstört, dann kommt zunächst der Pilot aus dem Schiff raus, und zwar in dieser Kapsel. Diese Kapsel ist flugfähig, das heißt, euer Gegner kann mit dieser Kapsel wegfliegen. Alternativ, wenn ihr angegriffen werdet und euer Schiff wurde zerstört, könnt ihr in dieser Kapsel noch abhauen, sofern euer Gegner es denn zulässt. Denn es gibt natürlich diverse Ausrüstungsgegenstände auf den einzelnen Schiffen oder Schiffsklassen und Schiffstypen, die das verhindern können, dass ihr nicht wegkommt. In dem Fall wird der Angreifer, es gibt übrigens auch KI-gesteuerte Gegner, also NPCs, die auch die Kapsel zerschießen. Die meisten machen das nicht, es gibt dabei welche, die das sehr wohl auch machen. Und menschliche Spieler versuchen in den meisten Fällen auch immer, euch aus dem Ei zu pellen. So ist nämlich die Umgangssprache in EVE. Ich wurde gepoddet, ich wurde aus dem Ei gepellt oder den habe ich aus dem Ei gepellt. Das heißt so viel wie, da wurde auch die Kapsel zerstört. Wenn die Kapsel zerstört wird, ist das aus mehreren Gründen ziemlich ärgerlich. Zum einen hat der Charakter, der Körper des Charakters, der jetzt in dieser Kapsel sitzt, in der Regel auch irgendwelche Implantate eingebaut, die das Skillen beschleunigen, die bestimmte Fähigkeiten verstärken und so weiter und so fort. Geht jetzt schon zu tief eigentlich, wenn ich das jetzt alles sofort erkläre. Fakt ist aber, diese Implantate kosten bisweilen schon ein paar ISKs, also nicht ganz günstig, und die sind natürlich weg, weil wenn ihr dann euer bedauerliches Ableben miterleben dürft, indem eure Kapsel auch zerschossen wird und euer Körper dann im Weltraum rumschwebt, dann werdet ihr transferiert zu einem Klonkörper, der in eurer Heimatstation quasi auf euch wartet. Die Implantate sind aber im alten Körper. Der neue Körper hat kleine Implantate, die muss man also jetzt neu wieder einbauen, und das ist halt dann unter Umständen relativ teuer. Viele neue Spieler oder auch Spieler, die nach Jahren zurückkommen, die wissen eigentlich gar nicht, dass man so eine Heimatstation festlegen kann. Eigentlich ist das wichtig, aber es ist schon sinnvoll. Warum?
irgendwann mit der Zeit, man bleibt ja nicht in diesem Startgebiet. Man bleibt ja hier nicht in Amold, wo wir uns jetzt befinden, sondern man zieht ja irgendwann um und sagt, okay, ich habe ein System für mich gefunden, da ist es relativ ruhig, da kann ich das machen, was ich machen möchte in Eve. Aus diversen Gründen, strategische Gründe, Zeitersparnis, was auch immer, nimmt man ja irgendwann seine Brocken und zieht in ein anderes Sonnensystem um. Viele Spieler vergessen aber, dann den Heimatplaneten festzulegen. Das heißt, die werden jetzt abgeschossen und anstatt, dass sie dann da wach werden, wo sie in ihrer Idee ihre Heimat angesiedelt haben, werden die jetzt wieder hier in dem Startgebiet, an der Startstation, meine Güte, werden die wieder wach, in dem Klonkörper. Und da ist natürlich nichts. Kein Schiff, keine Ausrüstung, nichts. Das ist dann alles, was weiß ich, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Sonnensysteme weit entfernt. Und dann steht man erstmal da. Die eine Variante ist jetzt, dass man natürlich auch mit dieser Kapsel abdocken kann. Das sieht man auch sehr gut hier rechts oben. Ja, das kann man machen. Das spricht auch erstmal nichts gegen, je nachdem, wo man hinfliegen muss. Weil das Ergebnis wird sein, wenn es doof läuft, dass die Kapsel direkt nochmal zerschossen wird. Ist in dem Fall nicht ganz so schlimm, die Implantate sind eh schon weg. Von daher macht das dann auch keinen Unterschied mehr. Aber grundsätzlich kann man an jeder Station hier so eine Corvette, also das Schiff, was wir hier eigentlich eh schon haben, kann man an jeder Station kostenlos bekommen, indem man hier auf diesen Button Corvette betreten klickt. Dann bekommt man wieder so eine neue kleine Corvette. Ich steige da jetzt mal wieder ein, indem ich hier wieder rechts auf die Corvette draufklicke und den Punkt aktivieren auswähle. Und dann sind wir wieder in unserer Corvette und können damit dann abdocken und tatsächlich zu dem System zurückfliegen, auch wenn es halt 14, 15, 16 Sonnensysteme entfernt ist. Das sind halt, so sagt man in Eve, 16, 17 Sprünge. Ja, das ist dann halt so. Den Weg muss man dann zurücklegen. 16, 17 Sprünge sind in dem Eve-Universum noch relativ erträglich. Da gibt es deutlich Schlimmeres. Einen ersten Blick möchte ich jetzt mit euch noch kurz werfen auf die Charakterübersicht. Die findet man nämlich hier links oben, wo auch das Porträt des Charakters zu sehen ist. Und man öffnet das unter anderem auch mit dem Tastenkürzel Kombination Alt und A. Wenn wir diese Charakterübersicht jetzt aufmachen, dann sieht man hier, ich habe zum Beispiel bei diesem Account kein multiples Charaktertraining. Das heißt also, im Normalfall, wenn ihr einen Account habt, so wie ihr das bei mir gesehen habt, mit drei Charakteren, dann kann immer nur einer die Skills dauerhaft trainieren. Das mit den Skills erkläre ich ja noch. Man kann aber im Endeffekt käuflich erwerben, dass mehrere Charaktere dann halt auch die Skills trainieren. Das habe ich hier nicht. Ist auch erstmal uninteressant. Mir geht es jetzt hier darum, dass wir einfach mal auf diese Registerkarte Charakter hier klicken. Und dann sieht man hier den Reiter unten drunter Verbesserung. Man sieht hier den Reiter Sprungklone, man sieht Attribute und man sieht hier die Registerkarte Heimatstation. Das ist der wichtige Reiter in dem Moment, den ich euch zeigen möchte. Damit könnt ihr nämlich eure Heimatstation in die Station verlegen, wo ihr euch gerade befindet. Also wenn eure Heimatstation dann irgendwann, weil ihr umgezogen seid, 14, 15, 16 Sprünge weiter in einem Sonnensystem ist, dann könnt ihr das System über diesen Reiter und den Button hier entsprechend verlegen, sodass ihr dann auch tatsächlich in der Station wieder wach werdet als Klon, wo eure Ausrüstung, eure restlichen Schiffe und so weiter, wo das alles hinterlegt ist. So, was ich mit euch gemeinsam jetzt nochmal eben machen möchte, ich habe nämlich eine Mail, das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil dieser Account, also nicht der Account, aber der Charakter nagelneu ist, von Dark Violence. Welcome. So, dann gucken wir mal. Ja, das ist eine Einladung, eine Kooperationseinladung. Also, ihr seht jetzt auch hier, das ist in Englisch. Also nochmal zur Erinnerung, es ist tatsächlich ein internationales Spiel und die vorrangige Sprache im Spiel ist tatsächlich Englisch. Ich hatte ja schon erwähnt, es gibt auch einen deutschen Chat und einen deutschen Hilfe-Chat und so weiter, wo man dann überwiegend Deutsch als Sprache verwendet, logischerweise. Aber es ist ein internationales Spiel und von daher Hauptsprache Englisch. So, was ist eine Kooperation? Für die, die komplett neu in Eve sind oder auch nach Jahren zurückgekommen sind, jetzt zur Erinnerung, eine Kooperation ist das, was man in anderen MMOs als Gilde oder als Allianz bezeichnet. In Eve gibt es tatsächlich aber beides, Kooperation und Allianzen. Die Kooperation ist quasi der Zusammenschluss von Spielern und eine Allianz ist der Zusammenschluss von Kooperationen. Das zu dem Thema ganz kurz, wo wir es jetzt schon mal
einmal gesehen haben. Grundsätzlich zu diesen Ninja-Invites, also diese überfallartigen Einladungen in irgendwelche Kooperationen. Ich habe euch im ersten Video schon erklärt, in EVE sollte man immer ein bisschen paranoid sein. Und das gilt auch für diese Ninja-Invites in irgendwelche Kooperationen. Es ist in EVE nicht Pflicht, an irgendeiner Kooperation teilzunehmen, beziehungsweise sich irgendeiner Kooperation anzuschließen. Man kann EVE auch solo spielen oder vielleicht mit zwei, drei Leuten, die man mit der Zeit relativ gut kennt, wo man auch ein gewisses Vertrauen hat. Aber EVE und Vertrauen, wie gesagt, so ein bisschen paranoid zu sein, schadet absolut in EVE nicht und immer eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Und diese Ninja-Invites und die Kooperationen, die diese Ninja-Invites machen, das taugt in der Regel eh nicht viel. Das ist alles sehr unpersönlich und da kennt man sich untereinander eigentlich auch nicht. Und ja, das ist schwierig. Also, das muss jeder selbst wissen, ob er sich so einer Kooperation anschließt oder nicht. Grundsätzlich macht das natürlich Spaß, auch in einer Kooperation zu sein. Allerdings sollte man da auch wirklich gut auswählen, ob es dann auch die Kooperation ist, die man gerne möchte. Auch für die Kooperation gilt natürlich, so wie für euren eigenen Charakter, dass man sich früher oder später in EVE auf irgendetwas festlegen muss. Also was möchte ich mit meinem Charakter machen? Möchte ich kämpfen? Möchte ich mehr PvP machen? Möchte ich lieber PvE machen und dem PvP, wenn möglich, aus dem Weg gehen? Möchte ich Bergbau machen? Möchte ich Produktion machen? Möchte ich Transport machen? Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten in EVE. Und da muss man halt auch gucken, ob das, was man selbst macht, zu dem passt, was die Kooperation so macht. Ansonsten passt der Charakter letztendlich nicht da rein. Und wie gesagt, diese Ninja-Invites, das ist sowieso nochmal eine Geschichte für sich. Davon kann ich eigentlich erstmal nur abraten. Zum Ende dieses Videos, oder schon fast zum Ende dieses Videos, ich werde die Videos immer so zwischen, ja, ich versuche es so 15-20 Minuten zu halten, möchte ich noch zwei, drei Sätze verlieren. Zum einen zu dem Thema High Security und Low Security und dem Thema der Tastaturbelegung. Fange ich mit der Tastaturbelegung an. Ihr solltet, wenn ihr neu seid oder vielleicht auch zurückgekehrt seid nach Jahren, grundsätzlich erstmal die Finger von der Tastaturbelegung lassen. Die kann man natürlich einstellen, indem man Escape drückt und dann hier die Tastenkürzel sich anschaut und eventuell verändert. Meine Empfehlung ist jedoch ganz klar, lasst das bleiben am Anfang. Warum? Kann ich erklären. Es gibt, wie gesagt, Chats, Hilfe-Chats, es gibt technischen Support, auch bei EVE. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel fragt, wie kriege ich es hin, dass mein Schiff anhält mit einem Tastenkürzel, dann gibt es eine Standardeinstellung. Die Spieler, die dieses Spiel, was weiß ich, 5, 6, 7 oder auch 16, 17 Jahre spielen, die können euch aus dem Stegreif sagen, welches das ist. Das hilft euch aber nicht, wenn ihr jetzt schon angefangen habt, gerade als jemand, der ganz neu im Spiel einsteigt oder nach Jahren wieder zurückkommt und habt eure Tastaturbelegung komplett durcheinander gebracht, dann können euch diese Menschen nicht mehr helfen, weil dann passen die Tastaturbelegungen, die euch dann genannt werden, nicht mehr zu dem, was ihr tatsächlich eingestellt habt. Und dann wird es irgendwann schwierig, euch zu helfen. Tatsächlich solltet ihr die Tastaturbelegung so lassen, wie sie ist, bis ihr euch im Spiel selber so weit zurechtfindet, dass ihr wisst, wo ihr was findet. Und dann auch könnt ihr eure Tastatur belegen, wie es euch in Kram passt. Das ist dann natürlich ihm selbst überlassen. Ich könnte tatsächlich aus dem Kopf gerade auch nicht sagen, was das Tastenkürzel dafür ist, ein Schiff anzuhalten. Warum? Weil ich ein Gamepad habe und eine Maus mit entsprechend vielen Tasten. Und diese Tastenkürzel da irgendwo alle hinterlegt habe. Also aus dem Kopf habe ich auch nicht alle Tastenkürzel. Was aber ein großer Vorteil ist, weil das kann man halt auch nachschauen. Diese Funktion möchte ich auch nochmal zeigen, weil es für den weiteren Verlauf der Videos und überhaupt im Spiel doch wichtig ist, selbst herauszufinden, wie kann ich etwas machen. Ich möchte jetzt wissen, wie kann ich das Schiff anhalten. Also gebe ich einfach mal an Schiff und jetzt sehen wir hier in diesem Bereich Schiff stoppen und finden raus, das Tastenkürzel ist Steuerung und Leertaste. Die letzten paar Minuten möchte ich jetzt nutzen, um über die Sicherheitsbereiche in EVE ein bisschen was zu erzählen. Wir sind ja jetzt hier an der Station Amold, oder nicht an der Station Amold, aber im Sonnensystem Amold und sehen jetzt rechts neben diesem Namen diese 1,0. Das ist ein sogenanntes High-Security-Gebiet oder ein High-Security-System.
alles, was zwischen 1,0 und 0,5 liegt, inklusive 0,5 in dem Fall, ist der sogenannte HighSec, also High Security Bereich. Warum ist es High Security? Weil es in diesen Gebieten die EVE-Polizei gibt. Die EVE-Polizei hat einen Namen, nämlich Concord. Was viele Spieler am Anfang nicht ganz verstehen, Concord ist nicht dafür da, um irgendjemanden zu beschützen, sondern Concord sanktioniert nur. Angenommen, ihr fliegt jetzt im 0,9 Bereich so durch die Gegend. Irgendwo in einem Asteroidengürtel seht ihr jemanden, der gerade mit dem Bergbauschiff Asteroiden abbaut, um entsprechende Erze zu gewinnen. Und ihr denkt euch, ach, das ist doch mal leichte Beute und schießt den ab. Dann wird innerhalb weniger Sekunden Concord auftauchen und euch euer Schiff in seine Einzelteile zerlegen. Das heißt nicht, dass ihr nicht den anderen Typen abschießen könnt. Wenn ihr genug Bewaffnung habt und seid schnell genug, dann habt ihr den natürlich kaputt geschossen. Andersrum, wenn es euch trifft, das heißt, ihr seid gerade irgendwo unterwegs, völlig egal mit welchem Schiff, jemand greift euch an, zum Beispiel an einem Sternentor, weil ihr da eine Schlafpause gemacht habt. Auch dazu komme ich noch, was Schlafpausen am Sternentor, also am Sprungtor bedeuten oder bedeuten können und auch was ein Autopilot am Sprungtor bedeutet. Ihr werdet da angegriffen in einem 0,9 oder 0,8 Sicherheitsgebiet, dann wird Concord auftauchen und wird euren Angreifer wahrscheinlich zerlegen, wenn er nicht schnell genug wegkommt. Ich meine, der kann ja auch abhauen, davon mal abgesehen. Aber gerade in diesen ganz hohen Sicherheitsbereichen 1, 0, 0, 9, 0, 8, da ist Concord noch relativ zügig. Etwas anders sieht es natürlich aus, wenn wir weiter nach unten gehen im Sicherheitsbereich, 0,7, 0,6, 0,5. Da braucht es halt auch schon mal so seine 15, 20 Sekunden, je nach System, dass Concord auftaucht. Also nochmal, Concord ist nicht dafür da, um euch zu beschützen, sondern Concord ist nur dafür da, um zu sanktionieren, zu bestrafen. Oder ihr könnt es auch gerne so auslegen, euch zu rächen. Je nachdem, wie eure Schilde, eure Panzerung, was auch immer am Schiff, das ihr gerade fliegt, zusammengebaut sind und wie stark eure Skills schon sind, habt ihr natürlich die Möglichkeit, das zu überleben. Das heißt, euer Gegner schafft es nicht, euch das Schiff kaputt zu schießen, bevor Concord ihn zerlegt. In den meisten Fällen geht das aber schief. Das heißt also, euer Schiff ist kaputt, dann taucht Concord irgendwann auf und zerlegt euren Angreifer, aber es wird euch in der Regel nicht retten. Das ist nochmal was, was ihr mitnehmen solltet. Und deswegen sage ich halt ganz klar, in EVE gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Sobald ihr den Button hier oben rechts, und das werden wir im nächsten Video machen, sobald ihr den Button oben rechts drückt, abdocken, seid ihr nochmal in einer Open-PvP-Welt, wo ihr jederzeit von jedem Spieler, aus welchen Gründen auch immer, angegriffen werden könnt oder andersrum, ihr jeden Spieler, aus welchen Gründen auch immer, angreifen könnt. Um dann nochmal zuletzt einen kurzen Überblick zu geben, was, also zum einen, was die Größe von dem EVE-Universum eigentlich angeht und auch was die Sicherheitsgebiete angeht, gibt es mit der Taste F10 bzw. hier links die Karte, also klassisch eine Map, wie man die aus anderen MMOs auch kennt, nur dass die hier bei EVE ein bisschen anders aussieht. Wir scrollen mal ein bisschen ran. Hier kann man sehr gut die einzelnen Sicherheitsstufen sehen der Systeme. Hier ist zum Beispiel Lus Trevik mit 0,9, Pator mit 1,0, also das ist noch alles wirklich HighSec. Hier geht es schon in den Bereich 0,5 rein. Hier hinten, wenn man das mal anklickt, befindet sich Hack mit einer Security-Stufe 0,5. Und jetzt hier, ich scroll mal ein bisschen ran, O2 mit 0,3. So, alles was unter 0,5 liegt, also 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,0. Und dann gibt es sogar Bereiche, die in das Minus laufen. So, jetzt habe ich das Video mal ganz kurz gestoppt, um mal ganz schnell einen Bereich rauszusuchen. Hier zum Beispiel. Das sind dann sogar Bereiche, die im Security-Status ins Minus laufen. Minus 0,4, 0,5 und so weiter. 0,7, also minus 0,7. Da ist nichts mit Concord. Also ab 0,4 im Plusbereich und alles, was weiter runter geht bis ins Minus, da ist nichts mehr mit Concord. Da kann jeder tun und lassen, was er will. Da werdet ihr abgeschossen, ihr könnt Leute abschießen, ganz egal wie ihr wollt, da wird Concord nicht auftauchen, es wird einfach nichts passieren. So, das ist auch nochmal wichtig. Und diese Bereiche nennt man dann auch die sogenannten Low-Sec, also die Low-Security-Bereiche, weil da einfach letztendlich null Sicherheit für irgendjemanden ist. Und auch im HighSec, ich sage es jetzt nochmal, gibt es nur eine relative Sicherheit, eine Pseudosicherheit. So, damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Ich
bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Im nächsten Video werden wir einfach mal abdocken und uns mal langsam in die Richtung Karriereagenten. Wir haben gerade das Fenster schon gesehen, die Agency. Da werden wir uns mal so hinbewegen und mal schauen, was man da eigentlich alles so machen kann. Freue ich mich drauf, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und in diesem Sinne wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit.